herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Generations Ultimate. War es das richtige Spiel? Ich hoffe schon. Schön, dass ich das auch langsam mal gelernt habe. Wir sind immer noch bei den Low Rank Quests, wo wir hier noch mit Leuten quatschen müssten, denke ich mal, um neue Quests zu bekommen und hier uns langsam aber sicher vorarbeiten. Grandioserweise zum wunderbaren, riesigen, fabulösen Einstieg ins Wieder-Weiter-Zocken haben wir einmal drei Brokkard-Fische vor uns. Nice! Das ist dahingehend gut, weil ich mich immerhin wunderbar darauf konzentrieren kann, A, wieder ins Spiel reinzukommen und B, so ein bisschen rüber zu labern, was denn so in letzter Zeit passiert ist. So. Mit zweiterem bin ich fertig, machen wir also mit ersterem weiter. Ich habe schon wieder beim Start des Bildschirms hardcore verkackt, welche Tasten was machen. Die Steuerung ist aber auch beschissen, also ohne Schatz. Allein die Idee, dass man mit dem linken Stick nicht im Menü navigieren kann, regt mich seit Beginn des Spiels auf und wird bis zum Ende des Spiels. Ha, egal. Die Tatsache, dass, also die Aussage, dass nicht viel passiert ist, ist allerdings in grundlegenden Zügen falsch. Denn immerhin, was ich jetzt zufälligerweise gemerkt habe, warte, Goldenfischköder. Es gibt keine Nebenbedingung mit Goldenfische. Warum tut ihr das? Erst meine Hoffnungen hochhalten, dass ich vielleicht etwas Geld machen könnte. Wobei ich kann trotzdem Geld machen. Ich kann die Dinge einfach fangen und später verkaufen. Okay, wir müssen erstmal Stellen finden, wo ich fischen kann, was jetzt schon anstrengend genug sein könnte. Na gut, unglaublicherweise hat mein Anfangen und Aufhören des mit Videos machen, also zumindest das Anfangen, das wieder neu anfangen, jetzt ziemlich genau damit übereingestimmt, wie ich Uni hatte. Denn ungefähr ab heute, also für euch vier, drei Tage, seit dem letzten Montag habe ich wieder Ferien. Wobei Ferien übertrieben ist, vorlesungsfreie Zeit trifft es halt besser. Das ist eigentlich reinster Zufall, weil ich hatte in der kompletten Woche zwei Vorlesungen und eine Übung. Das heißt, ich hatte effektiv jede Woche drei Stunden was zu tun und mehr auch nicht. Studentenleben ist schon hart. Wobei es nicht ganz stimmt, ich habe jetzt mit der Masterarbeit angefangen, mich da gekonnt, zwei Monate komplett drum gedrückt, habe jetzt mein Thema halt der Computersimulation fest bekommen, habe das Programm auch schon geschrieben, das funktioniert jetzt endlich auch, nachdem zuerst ein scheiß Random Number Generator mein komplettes Programm gefickt hat. Also der Moment, wo du erstmal 3 bis 5 Wochen brauchst, um so halbwegs zu verstehen, was dieses wissenschaftliche Arbeit von dir will, was du da programmieren sollst, wie diese neue Methode, oder inzwischen schon alte Methode, aber die für sich selbst neue Methode des Programmierens funktioniert. Warte mal, Gebiet 3 war doch was mit Fischen, das weiß ich noch ziemlich genau. Da bin ich gerade komplett falsch gelaufen, egal. Und das hast du endlich verstanden und dann funktioniert das nicht, weil deine Zufallszahlen nicht zufällig genug verteilt sind. Das sagt dir halt auch keiner. Es ist halt einfach so, du hast so eine Kurve, die Kurve, die es sein soll, hast du halt aus dem Internet von Professor letzten Endes bekommen, so wie es mit einer anderen Programmiermethode rauskommt und die neue müsste dasselbe liefern, die ist bloß schneller und müsste deswegen bei kürzeren Systemen besser funktionieren. Das ist der Grund, warum ich das machen muss. Hier sind keine... Da sind Fische! Ich habe die im Blau fast gar nicht gesehen! Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Pro-Card-Fische aussehen, aber ich rate mal rot. Immerhin steht rot im Namen mit drin und ihr wackelt ziemlich. Swiggity Swoody, coming for the booty. Swiggity Swoody, coming for the... Haha, getrollt. Gewurmt. Da ist der Wurm drin. Geh ja schon wieder gut los hier. Egal, und dann hast du es erst endlich mal gedacht, verstanden. Und dann ist das Programm fertig. Du simulierst dein System. Und die Kurve, wie es sein soll... Ach, Idiot. Ist einfach so linear verschoben, also einfach genommen und 0,1 nach oben geschoben. Und du weißt nicht wieso, bis du irgendwann mal nach gefühlten Jahren und 1000 gestorbenen Nervenzellen und Stressresistoren auf die Idee kommst, Mensch, lass doch mal das einzig doch mögliche an dem Programm den Zufallszahlgenerator überprüfen und lass mal den anderen nehmen. Und siehe da, es funktioniert. Es wurden halt letzten Endes die
niedrigen Zahlen, weil mein Zufallszahlgenerator zu häufig genommen. Und weil ich zu viele niedrige Zahlen hatte, hat das halt einfach alles zerstört. Der nächste, den ich hatte, der war nämlich auch nicht perfekt, der war halt bloß anders, weil meine Messergebnisse komplett anders waren durch einen anderen Zufallszahlengenerator. Der Fuck, das sieht ziemlich creepy für den Wurm aus. Und das war der Brotkart, für den ich verkackt habe. Nice. Auf jeden Fall, ein anderer Zufallszahlengenerator war es halt nicht nur so um 0,1 verschoben, sondern am Anfang war es perfekt, dann war ich zu weit oben, in der Mitte war es wieder perfekt, dann war ich zu weit unten und dann wieder perfekt. So, what the fuck? Weil da war dann mein Zufallszahlgenerator zu periodisch und hat sich selbst wieder alles rausgehauen. Ja, ich hatte sehr viel Spaß in der letzten Zeit, danke der Nachfrage. War sehr aufreibend. Nichtsdestotrotz habe ich es wunderbar geschafft, meine Zeit auch mit grandiosen Spielen zu überbrücken, die ihr jetzt nie auf meinem Kanal sehen werdet. Einerseits, weil nicht genügend Leute es gemocht hätten wahrscheinlich und andererseits, weil ich einfach selber mal wieder Spiele genießen wollte. Da haben wir in allererster Linie, was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann, Spider-Man. Habe ich mal gespielt, habe ich geschenkt bekommen, Anfang Januar, ich Idiot. Einfach nur, weil ich meinen Freunden zu Weihnachten ein Geschenk gemacht habe. Ich hatte dieses Weihnachtsquiz vorbereitet, von dem ich gegebenenfalls was erzählt hatte, dass wir auch gerne mal im Stream oder ähnliches mal so theoretisch auch mal miteinander spielen könnten. Egal. Und ich Idiot und mein neues Lieblingsphrase einfach so reingeworfen wird. Immer wenn ich einen Fehler mache, ich Idiot. Ich glaube, ihr werdet nichts anderes mehr von mir hören. Egal. Und auf jeden Fall, da habe ich noch zusätzlich neben dem Quiz halt jedem noch ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Einfach nur, weil ich mir dachte, ey, hast das Geld gerade mal? Ich hatte es nicht. Aber willst du mal deinen Freunden Freude machen? Habe ich gemacht. Scheinbar so viel Freude, dass ich dachte, boah, lass mal nett sein und dem auch was zurückschenken. Und nach der unglaublichen Detektivarbeit meiner Freunde, ich habe dann von einem einfach random die Frage bekommen, so rein hypothetische Frage. Wenn du 100 Euro im Lotto gewinnen würdest, was würdest du dir denn kaufen? Ich denke so, aha, zwinker, zwinker, was soll denn jetzt die Frage? Gut, ich dachte, das Mädchen steht auf mich, aber danach die logische Schlussfolgerung war, okay, vielleicht wollen die ein Geschenk für mich holen. Und, Dankeschön. Das ist ein Bro-Cut. Ein Bro-Catfish. Ein Bro-Katzenfisch. Will eine Katze das haben? Chicos an die Chefin! Es ist echt das Bro von der Katze! Die Monsterjäger der Sonne, wohin sind echt nett! Warte, ich muss kurz fangen. Dankeschön. Weil sie immer gut auf mich aufpassen. Zwicker, zwicker. Ich weiß wie bei den sieben Zwergen und Schäfchen hier. Mache ich ihnen meine Braukatfisch. Braukatfisch! Wahrscheinlich so. Kannst du im Jura-Grenzland angeln gehen, Jäger? Ja, na, für die Chico-Sande-Chefin auf jeden Fall gerne nichts lieber als das. Genau, also Spider-Man. Geschenkt bekommen von meinen Freunden, weil ich es mir dann gewünscht hatte, weil ich mir dachte, boah, wolltest du mal spielen? Ich hatte es inzwischen schon fast wieder vergessen. Wäre die Frage nicht gekommen, hätte ich es mir nie gekauft. Wäre ein großer Fehler gewesen. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Mein Freundchen, du hast Bock zu kämpfen. Nichts lieber als das. Und, also erstmal, das ist mit Abstand geilste an dem Spiel, war auf jeden Fall das Schwingen. Also, einfach nur durch die Gegend zu laufen und sich durch komplett New York zu schwingen, wobei man dabei noch andere Marvel-Anspielungen entdecken konnte, was auch schon geil genug war. Sowas wie, was machst du als Spider-Man? Erstmal aufs Empire State Building gehen, dann stehst du halt da so oben drauf und siehst so in der Entfernung ein großes, dickes, fettes A und denkst dir, warte, das hab ich schon mal irgendwo gesehen. Und da haben die tatsächlich den Avengers Tower in New York reingesetzt. Das war voll geil. Okay, man kann die Dinger auch Brokatfische holen, gut zu wissen. Was auch immer das mit Goldenfischen zu tun hat, aber hinterfragen wir das mal nicht. Vielleicht sind sie eng verwandt. Frühere gleiche Vorfahren, vielleicht denselben Geschmack, kann ja auch sein. Oder vielleicht essen Brokatfische eigentlich Goldfische und denken, wenn das nach Goldfischköder riecht, werden da auch Goldfische sein, deswegen angezogen werden. Das kann auch sein. Wir werden weiter das Ganze biologisch inspektionieren, sobald ich einmal irgendwann nochmal Brokatfische sammeln soll. Egal. Und einfach durch die Gegend zu schwingen, immer wieder Sachen zu entdecken, war halt unglaublich geil. Des Weiteren ist die ganze Welt, wie gesagt, einmal durch die Marvel-Sachen, einmal auch einfach durch andere Kleinigkeiten
Habe ich davon nicht inzwischen 3 gesammelt? Nein? Habe ich nicht? Dann habe ich beim Reden komplett das Spiel vergessen und mir was eingebildet. Ich sollte weniger Drogen nehmen. Aber wenn ich keine Drogen nehme, kann ich davor nicht Nein zu ihnen sagen. Ha, Teufelskreis. Egal, und neben dem Schwingen halt auf jeden Fall noch die ganzen lieblichen Gestaltungen, die Rucksäcke, die man finden konnte und jedes Mal, wenn du einen gefunden hast, hat Peter Parker irgendwas erzählt, was irgendwie eine Fundierung hatte und die halt immer eine unglaublich grandiose Bindung zum Charakter aufgebaut hat. Das war schon sehr cool und direkt danach, oder fast gefühlt schon davor, kam die Story. Also ja, erstmal die Negativpunkte, es gab natürlich den Obvious Bad Guy, der Obvious Bad war, dann Obvious Bad Guy Nummer 2, der Obvious Bad war und dann noch den Obvious Dead Guy, der Obviously Dead war. Das ist, hast den Typen gesehen, wusstest, alles klar, du stirbst, alles klar, du wirst böse, okay, gut, weiter geht's. Waren es gerade 2? Sind das 2? Boah, easy Angelmeister, meine Damen und Herren. So sieht halt geskilltes Angeln aus. Ein Fisch kann ja jeder, aber 2. Und eines Tages, meine Damen und Herren, gibt es bei mir 7 mit einem Streich. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Und dann nennt mich einfach den tapfere Angelerlein. Ein wahrlich beachtlicher Titel. Ich habe übrigens auch Munchkin gespielt. Zurück zu Spider-Man. Und die Story, also neben diesen Obvious-Sachen, war halt einfach mitreißend. Geil gestaltet, wunderbare Cut-Sequenzen. Und du warst halt einfach drin. Und das hier, boah, nice. Am Ende wurde ich tatsächlich zu Tränen gerührt. Also Pippi in den Augen hatte ich auf jeden Fall. Kurz vorm Wein. Das haben nicht viele Spiele bei mir bisher bekommen. Also, ne, war cool. Ich dachte gerade links, dass meine Katze, das Miguel, tatsächlich einen Drachenkopf hat und war leicht verwirrt. Sieht aber cool aus. Ich habe eine... Das gehört zum Shogun-Panzer. Wollte sagen, yay, ich... Also zum Daimyo-Panzer. Wollte sagen, yay, ich habe einen Daimyo-Helm mit Tower-Katze. Aber ja, hab ich. Wie geil ist das denn? Sehr geil. Okay, und wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Was ein bisschen scheiße war... war das Kampfsystem. Also es war nicht scheiße, es war am Anfang sehr cool, das hat auch wirklich Spaß gemacht, auch bis zum Ende noch, aber wurde dann doch irgendwann repetitiv. Wenn du so den 100. dann selbst umgehauen hast, dachtest du ja, okay, gut, habe ich schon 10-mal gesehen, den Finisher, kenne ich, alles cool. Was noch geil war, war das Stealth-Modus, der war sehr geil. Aber wenn du wirklich, Entschuldigung, ich bin übrigens immer noch krank, ja, seit letztem Jahr Weihnachten bin ich krank. Das hat sich tatsächlich nicht geändert, was sehr, sehr schade und scheiße ist. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Und, ja, hör auf zu labern. Jetzt gerade nicht, meine Süße, später, ich habe gerade Stress, ich muss gerade arbeiten. Der Wüstengourmet, ein Nibble-Snuff, wuhu! Den habe ich noch gar nicht bekämpft, ne? Eisschwäche, das weiß ich noch, wir können uns mal eine neue, sinnvolle Waffe kaufen. Ja, ich hab's gesagt. Mufa-Seide ist nicht so toll. Es tut mir leid. Mulan, es tut mir leid, dass ich dich sinnlos bezeichnet habe. Aber du bist einfach so zum Herz schmelzend süß, dass du einfach keinen Schaden machen kannst. Selbst wenn du jemanden den scheiß Arm abbeißt, meine süße Mulan. Wird er sich nicht böse auf dich sein. Und ich brauche es, dass die Monster böse auf mich werden. Also nimm's dir nicht so zu Herz. Okay, meine Kleine. Ja, das ist aber schön. Das ist toll. So gefällt mir das. Und auch du, mein Freund Ping. Ja, sie sind Geschwister. Eineige. Nimm's auch du dir nicht zu Herzen. Das wird schon alles wieder schön, okay? Alles toll, ja. Ihr seht schon, komm, irgendwann greift ein geschallerter Ogre dieses gottverkackte Dorf an, weil das immer so ist. Und wir haben keine Festung. Wir haben 4 Mufas, die mutig ihm gegenübertreten und ihn, wegmähen. Niedermähen, sozusagen. Badumts. Egal. Was bei Spider-Man ein bisschen gefehlt hat, als einziges, um das mal so zu sagen, waren die Typen aus Spider-Man 2. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, dieses Spider-Man für die PS2. Das erste Spider-Man, was ich jemals gespielt habe, das einzige Spider-Man aus für die PS4, was ich gespielt habe.
Wir könnten eigentlich mal mit Bogen spielen, glaube ich. Wobei, nein, ihr habt mir gesagt, ich soll nie wieder mit Bogen spielen, weil ich damit scheiße bin. Aber ich wollte euch ja gekonnt ignorieren, das heißt, wir spielen Bogen. Und wenn es einen Eisbogen gibt, gibt es tatsächlich. Gute alte Erinnerung an den Blanco-Fellbogen. Du kommst mit. Ich habe noch keine Rüstung dafür. Ups. Okay, dann spielen wir vielleicht doch was anderes. Ich glaube, der geht... ich will immer mit Schild und Schwert. Also nehmen wir vielleicht mal... Okay, Hammer ist, glaube ich... Doch, Hammer kann gut sein. Ich weiß noch nicht, wann ich da zuschlagen wollen würde. Vor allen Dingen auf die Nase wird schwierig, weil er so schnell unterwegs ist. Das heißt, eigentlich wäre Lanze ganz geil. Wo ich mir... kein Element holen kann. Sehr, sehr schade. Hier auch nicht. Aber ich kann mir fast den anmutigen Tod holen. Stirb langsam, meine Freunde. Stirb langsam. Brennt da Feuer drin? Scheiße, animiertes Feuer, aber ja, es brennt Feuer drin. Okay. Das ist alles ungünstig. Kann ich irgendwas Sinnvolles verbessern vielleicht? Vielleicht irgendwie nicht. Ah, stimmt. Insekten kleben. Die wird sogar zu Eis. Also, hat einen Eis... Insekt. Was fehlt mir hier? Das Gewicht außen kann sich verbessern. Ah, wahrscheinlich kann es nicht besser sein als die Insektenklebe an sich. Macht Sinn. Oh, fuck, hatte der irgendwas mit Blitz? Wahrscheinlich war er immun, so wie ich mein Glück kenne. Ansonsten könnten wir hier das Kezo-Zeug verbessern. Das ist was. Das kann man machen. Kutkugelwebe und Champignon-Kamme. Champignon-Kamme sollte man vom Königshof drauf bekommen. Weil ihr mich mal darauf hingewiesen habt, dass es eigentlich Champion-Kamme heißt. Das ist Lähmung, ist nicht Donner. Ich Idiot verwechsel es immer noch. Ja, Lähmung geht. Weil Donner war andersrum. Warte. Ich zeige euch kurz, was Donner ist. Donner müsste dann... Ich muss es kurz für mich zeigen, nicht, dass ich das dann weiterhin immer wieder verkacke. Wir hatten bei Bogen ziemlich viele Elemente, weil ihr so ein bisschen darauf basiert, sowas Sinnvolles zu machen. Das ist... Es kann nicht Lähmung sein, das muss Donner sein. Das ist auf jeden Fall Donner. Wie sahen da nochmal... Auch mal wie... Lähmung war einfach nur ein SS-Zeichen. Weil Juden gelähmt sind, wenn sie das sehen. Stimmt, das ist doch mal eine gute Merkhilfe. Warum fiel die mir nicht früher ein? Ich rede gleich weiter über Spider-Man, keine Sorge. Ich muss bloß ganz kurz mal eine sinnvolle Entscheidung treffen. Mäh ist halt cool, aber es bringt als Gewehranze schon ziemlich viel. Ich kann einfach irgendeine Waffe nehmen. Der Typ wird sowieso sterben. Es ist jetzt nicht wieder dieses scheiß Top-Monster, was ich schon mal hatte, was mich mit 70 Angriff platt machen wird. Entschuldigung. Aber ja, Bogen konnte ich nicht. Was hatte ich jetzt gerade eben? Mann, ich bin verwirrt. Ach, scheiße hier. Ja gut, komm, wir nehmen jetzt einfach dich hier. Warum? Weil ich's kann. Rüst mal auch aus. Dann kann ich jetzt nochmal mit Kinsekt Kann ich nicht. Warum kann ich dich nicht verbessern? Das verstehe ich nicht. Okay, dich geht's auch nicht, weil ich... Ah, Panzerschocker. Jetzt schon der Giacrus-Zeug? Ist aber verdammt schnell. Egal, machen wir jetzt hiermit weiter. Du siehst zumindest cool aus. Ungefähr so hätte sich ein 7-jähriger Designs, hätte er so eine Wasserpistole, die Gift verschießt, machen wollen. Aber ich find's cool, sieht gut aus. Wir sollten allerdings vorher auf jeden Fall nochmal essen, ansonsten haben wir vielleicht ein paar Probleme. Mehr Angriff wäre eigentlich ganz geil. Okay, also Larinov ist da die Morelle oder Anmo Köttbulla. Köttbulla, das kenne ich, das ist nicht aus Kotze, interessanterweise. Sollte aber gut sein für kürze Schärfungszeit und Akrobat, okay, Grobklotz. Macht dich leichter zum Ziel, ja, vielleicht nicht so. Ja, da ich Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, wird sicherer sinnvoll sein. Sicherer ist immer besser. So, was mir fehlt. Beim PlayStation 2 Spiel gab es immer noch diese Handtaschenräuber. Die halt einfach diese alten Omis hatten. Du bist so durch die Stadt geschwungen. Und ich war so ein, Hilfe, Hilfe, ich werde beklaut. Da hast du links unten irgendwo so eine kleine Oma gesehen, die gerade mit einem Räuber gekämpft hat. Dieser Räuber hat es für ungefähr 5 Minuten nicht geschafft, ihr dieses Portemonnaie aus der Hand zu reißen. War schon schlimm genug. Und danach konntest du da halt hinschwingen, wenn du gerade Bock hattest. Und dieser armen alten Dame helfen, ihr
wunderschönes Portemonnaie zurückzubekommen. Heißt, sobald du dort ankommen bist, hat der Typ ihr die Tasche weggenommen und ist weggerannt. Du konntest, glaube ich, auch direkt den Angriff gegen den kämpfen, wenn du schnell genug warst, ansonsten mussten halt hinterher rennen. Und dann gab es diesen Handtaschenräuber, der ernsthaft der Meinung war, er könnte vor Spider-Man wegrennen. Süß, der Kleine. Und kommst du neben dem her schwingen? So, yo, Buddy, das ist keine gute Idee. Ey, das wird nix. Vertrau mir, bleib einfach stehen. Und er hat dich ignoriert und ist weitergerannt. Bis du ihm halt auf die Fresse gegeben hast und ihn zusammengeschlagen hast. Das waren gute Erinnerungen. Die gab's halt jetzt leider nicht mehr. Die habe ich sehr vermisst. Aber ansonsten war das Spiel grandios. Also, muss man mal sagen. Will ich jetzt echt schon die Dinger verbrauchen? Ich kann sie ja mal vorsichtshalber mitnehmen. Muss sie ja nicht benutzen. So, ich weiß jetzt nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Nehmen wir mal beides mit. Und dann sollten wir eigentlich endlich sinnvoll aufgerüstet sein. Ah, ich kann noch die Würmer und Fliegenköter wegtun. Ergibt Sinn. Ja, Diamantsamen muss ich eigentlich anpflanzen. Davon sollte ich aber inzwischen noch genügend haben. So halbwegs. Wie hat das Anpflanzen hier nochmal funktioniert? Ich weiß nur, es gab jetzt nicht direkt... Ey, ich will nicht mit dir labern. Boah, ne? Sprechen Sie mich einfach an, die Leute. Willst du einmal aus dem Gebiet rausgehen, kommt da so ein Farmer raus und denkt, er wäre deiner Aufmerksamkeit würdig. Also nein.